Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir sind immer noch in Moria, haben schon einige Quests jetzt hier erledigt. Und während wir uns noch ein bisschen hier stecken und warm machen, ist hier oben eine neue Aufgabe erschienen. Und zwar die Jagd nach den vergrabenen Schätzen. Das ist ein neues Event, das heute offenbar oder gestern gestartet ist. Und das wir uns vielleicht mal ganz kurz anschauen. Ich will nicht wieder jetzt... Oh, 17.000 Punkte. Okay, 17.000 Punkte, Erfahrungspunkte für das Abschließen einer Aufgabe, wo ich nichts machen musste. Nicht schlecht. Wir schauen mal ganz kurz rüber. Ich kenne das Event schon, aber ich will mal ganz kurz nachschauen, ob es sich lohnt. Ob vielleicht... wer reitet denn hier einfach so durch? Ob vielleicht neue Haustiere oder irgendwelche Reittiere oder ähnliches hier sind. Wer bist du, Bokus? Der sich einfach mal hier neben unser Tier stellt. Also wir wählen mal ganz kurz die Karte zum Feld der vergrabenen Schätze. Wir können ja relativ schnell dann wieder zurück mit unserer Schnellreise. Aber ich will mal schauen, ob es vielleicht irgendwas gibt, das wir gebrauchen können, damit ich eventuell in den nächsten Tagen mal ein bisschen was mache. Soweit ich weiß, war das ein Event, wo man relativ viel über den Shop kaufen musste, damit man überhaupt teilnehmen kann. Zu Schaufeln oder was auch immer das war. Und es gab irgendwie zu Anfang ein bisschen was und das war es aber dann auch schon. Wir gehen mal ganz kurz hier. Einführung Schatzsuche. Bin gar nicht sicher, ob ich mit dem Charakter schon mal was gemacht habe. Wir haben hier 10 Schatzsucher Spitzhacken, Käfig mit abgerichteter Höhlenklaue und Wünschelgänger Edelstein. Und diese Spitzhacken, die musst du dir dann teuer erkaufen, soweit ich weiß. Damit du hier teilnehmen kannst. Okay, wisst ihr was? Jetzt sind wir schon hier. Jetzt machen wir doch mal kurz noch was, oder? Seid ihr hier, um an der Schatzsuche teilzunehmen? Hier scheinen tagtäglich neue Anfänger aufzutauchen, die in die Geheimnisse dieser Kunst eingewiesen werden möchten. Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr mit den anderen mitmachen wollt. Lauft über den Pfad zum Lager der Schatzsuche. Dort findet ihr Haltor Goldauge, der euch alles Weitere erklären wird. Ach, und noch etwas. Haltor kann durchaus ruppig zu Unbekannten sein. Lasst euch davon nicht entmutigen. Wenn ihr euch bewiesen habt, offenbart er euch seinen weichen Kern. Okay, ich will nicht, dass er uns seinen weichen Kern offenbart. Den kann er mal kurz stecken lassen auch. Da ist er schon. Ich stehe euch und eurer Familie zu Dienst. Noch mehr Amateurschatzsucher. Ihr werdet jedes Jahr lascher, das sage ich euch. Ich stehe kurz davor, die Schatzsuche komplett abzublasen. Ihr hingegen habt heute richtig Glück. Uns mangelt es nämlich an kräftigen Schatzsuchern und ich habe mich von Alduf überreden lassen, euch eine Chance zu geben. Jetzt haben wir den offiziellen Teil erledigt, deswegen heiße ich euch herzlich willkommen. Mein Name ist Haltor Goldauge, Suchmeister und leitender Ausbilder für die Höhlenklauen des Lagers der Schatzsucher. Ihr seid bestimmt ganz heiß darauf loszulegen, trotzdem solltet ihr euch erst im Lager umsehen und mit unseren Veteranen hier sprechen, bevor ihr eure Spitzhacke ansetzt. Sprecht mit Thor Wegsucher, sprecht Thor Wegsucher an. Er ist ein echter Meister der Spitzhacke. Okay, jetzt werden wir noch ein bisschen hier herumgeschickt. Da unten ist er. Ich stehe euch zu. Ihr seid wohl hier, um die hohe Kunst der Schatzsuche zu erlernen. Was? Das ist nicht, da ist nicht viel dabei. Man schüttelt alles sozusagen aus dem Handgelenk. Nehmt diese Spitzhacke und versucht es mal. Bringt mir eure Funde, dann wissen wir, ob ihr Talent habt. Okay, also wir brauchen eine Spitzhacke für Neulinge im Inventar. Sehr schön. Ausgezeichnet. Ihr werdet bald Schätze heben, als hättet ihr nie was anderes gemacht. Das Schwerste habt ihr schon hinter euch. Ich soll euch zu Orden Steinfinder schicken. Das ist unser Wünschelgänger-Lehrer. Abergläubischer Unsinn, wenn ihr mich fragt. Ich benutze lieber meinen Arm und meine Augen statt eines Stück Kristalls. Aber Haltor Goldauge glaubt fest an die Wünschelgängerei. Dann sprechen wir mal mit ihm. Der steht gleich hier drüben. Ich stehe euch und Frischfleisch. Der junge Wegsucher hat euch bestimmt wegen der Wünschelgängerei geschickt, oder? Das dürfte nicht lange dauern. Die Wünschelgängerei ist leicht zu erlernen, aber sehr schwer zu meistern. Seht ihr diesen Kristall? Nehmt ihn einfach an der Kette und haltet ihn ganz still. Konzentriert euch auf den Bereich, den ihr abgehen wollt und nun versucht es doch selbst einmal. Ihr könnt euch meinen Kristall borgen und damit an den 3 Ausgrabungsorten vor mir üben. Wenn ihr einen Wünschelgänger Edelstein an einem Ausgrabungsort benutzt, erfahrt ihr, wie groß die darin versteckte Truhe ist. Den Ausgrabungsort müsst ihr vorher auswählen. Benutzt ihr einen Wünschelgänger Edelstein ohne einen Ausgrabungsort zu wählen, wird der Stein trotzdem verbraucht. Das ist ja gemein.
Das ist ja richtig gemein. So, wir verbrauchen die mal. Man kann quasi vorher checken, ob vielleicht schon was Gutes drin ist. Gespült, eine sehr schwache Reaktion steht hier. Seid gegrüßt. Sehr gut. Ihr werdet noch zu einem feinen Wünschelgänger. Jetzt müsst ihr noch... Heißt das Wünschelgänger? Wünschelroutengänger wahrscheinlich. Jetzt müsst ihr noch mit Sega sprechen, unserem Ausbilder für die Höhlenklauen. Beeilt euch, er hat wohl schon nach euch gefragt. Da oben ist er. Hier ist ganz schön was los jetzt hier. Seid gegrüßt. Ihr da, ja genau, ihr da. Ihr seid doch Tollfuß oder nicht? Los doch, ich habe euch schon erwartet. Ich soll euch im Umgang mit Höhlenklauen und deren Pflege ausbilden. Wir haben hier eine sehr friedliche Gattung davon ausgebildet, die so gut wie nie Schwierigkeiten macht. Ich habe hier ein besonders freundliches Exemplar für euch in einen Käfig gesteckt. Mal sehen, ob ihr damit umgehen könnt. Ist eigentlich das gleiche wie diese Kristalle. Nur mit dem Unterschied, dass die einfach random zu einem entsprechenden Ort, Schatzort hinlaufen. Und dort dann quasi checken, wie zu der Status ist. Sehr schön. Folgt der Höhlenklaue, ist jetzt irgendwo, die ist jetzt hier runtergelaufen und hat ein riesiges Schatzversteck hier unten gefunden. Alles relativ einfach. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Neuling so geschickt mit einer unserer Höhlenklauen umgegangen wäre. Sie hat ja nicht mal nach euch geschnappt. Ich habe Haltor bereits über euer Können informiert. Kehrt mit meinen Segen zurück. Ihr seid bereit für die Schatzsuche. Dann machen wir das jetzt mal kurz. Komm. Die kostenlosen Spitzhacken, die werden einfach mal schnell verbraucht jetzt hier. Ihr scheint schnell zu lernen, Tollfuß. Alle meine Sucher loben eure Leistung in den höchsten Tönen. Wie es scheint, habe ich einen guten Riecher bewiesen, als ich euch in unsere Reihen aufnahm. Arngils weiß schon alles über euch. Er ist draußen auf dem Feld bei den anderen. Lauft schnell zu ihm, wenn ihr die besten Schätze haben wollt. Okay, wir schauen später, was wir hier uns holen können. Und jetzt müssen wir auf den Berg hochlaufen. Und das hier ist quasi jetzt hier die ganze Schatzumgebung. Und sobald das Schatzevent startet, kann man hier diese, da vorne sind die schon, die Ausgrabungsorte, sich holen. Aber wir sprechen noch ganz kurz mit ihm hier oben. Wir haben nämlich noch gar nichts bekommen jetzt. Die schicken uns von Pontius zu Pilatus. Da seid ihr ja, Tollfuß. Ich habe eure Fortschritte verfolgt und mich gefragt, wann der alte Haltor euch wohl aufs Feld schicken würde. Hier sind ein paar Geschenke von den Ausbildern, damit ihr schon mal loslegen könnt. Solltet ihr noch eine Hacke brauchen, geht wieder zum Lager des Schatzsuchers und sprecht Yondor an. So, was hat er denn noch? Schatzsuche. Da seid ihr ja wieder, Tollfuß. Wie läuft die Schatzsuche? Wenn ihr eine neue Schatzsucher-Spitzhacke braucht, dann sprecht Haltor Goldauge an. Er wird euch eine besorgen können. Wiederholbare Aufgabe, 2 Stück bekommt man. Da kann man halt gerade mal 2 dieser Ausgrabungsorte dann entdecken. Momentan haben wir 10 Stück, aber das ist okay. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ne? Wir schicken mal unsere Klaue, unsere Höhlenklaue, irgendwo hin und schauen mal, was sie zu sagen hat. Ein kleines Schatzversteck hier vorne ist natürlich nicht so toll. Wir prüfen mal das hier mit dem Edelstein. Sehr schwache Reaktion. Und damit sind die 2 Sachen auch schon wieder weg. Das heißt, jetzt ist es wirklich einfach nur Glückssache, wenn wir Sachen ausheben, ob darin was ist oder nicht. Eine Münze der vergrabenen Schätze. Ein kleiner Schatzspeicher. Wir machen den mal auf. 2 Münzen der vergrabenen Schätze. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es nicht nur Münzen hier drin, sondern auch mal andere Sachen, ne? Bin gerade am Schauen, weil wir hier... Ah, wir bekommen auch wieder eine Spitzhacke dazu noch. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, offenbar jetzt. Dass wir 2-mal Spitzhacke bekommen haben. Ah, jetzt haben wir eine Höhlenklaue bekommen, statt einer Spitzhacke. Und ein kleiner Schatzspeicher. Nicht verwendbar mit Runde vorbei. Die Runde ist leider vorbei. Dann machen wir uns erstmal kurz auf, holen uns noch die restlichen Spitzhacken. Und wenn die nächste Runde startet, oh, eine neue Runde hat bekommen, okay, dann warten wir noch hier oben und checken mal. Ein kleines Schatzversteck, naja, wir gehen mal hierher. Wer will schon kleine Schatzverstecke?
eine Münze. Es ist halt wirklich Glückssache, wirklich nur, ne? Einfach nur Glückssache. Eine Münze und ein kleiner Schatzspeicher. Wir gehen einfach mal alle durch. Und dann schauen wir mal, was sowas, zwei Münzen, was sowas im Shop dann letztendlich kostet. Wenn das nicht geändert worden ist, dann musst du dir die Spitzhacken im Shop kaufen. Ich habe das Gefühl, dass sie das Ganze etwas humaner gemacht haben, dass man immer mal wieder auch so Spitzhacken dazu bekommt. Ein mittleres Schatzversteck, das nehme ich gerne mit. Mittel geht immer. Inklusive einer Spitzhacke. Wir graben einfach den ganzen Boden hier um. Alles, was da ist, wird umgegraben. Keine Ahnung, ob es spezielle Techniken gibt. Also ob an bestimmten... Ich kann mir nicht vorstellen, dass an bestimmten Stellen immer die gleichen Schätze sind. Das wäre ja langweilig. Irgendwann würde sich das dann mal herumsprechen. Ich denke mal, das wird einfach nur random sein. So, wir haben leider keine Spitzhacke mehr. Wir öffnen die Schatzkästchen. Und wir haben was gefunden. Was ist das denn? Die Tasche des Schatzsuchers haben wir gefunden hier. Sieht man leider nur ganz schlecht hier, wegen unserem Schild hier. Das ist ein kleiner Beutel, den auch die Runenbewahrer haben. Ja, kann man machen. Kann man machen. Wir haben aber auf alle Fälle schon mal einige schöne Münzen jetzt hier bekommen. Und wir schauen mal, wo wir die hier finden. Münze der vergrabenen Schätze 43 habe ich aktuell. So, zwei Spitzhacken können wir uns noch holen. Und ich glaube, es gibt ja auch noch andere Quests, die man machen kann für die Spitzhacken. Gehen wir mal hierher. Ich stehe euch und seid ihr schon wieder da? Mit diesen Spitzhacken werdet ihr zweifelsohne die Hauptader finden. Kommt nicht mit leeren Händen zurück, sagt er. Jetzt beenden. Und hier vorne. Diese Höhlenklaue sieht hungrig aus. Ihr solltet Beeren für sie pflücken. Ah, okay. 5 Beerensträucher pflücken. Und die waren immer sehr umkämpft. Die waren immer sehr umkämpft. Vielleicht ist die Frequenz schon etwas höher gestellt worden. Ich schalte mal die Namen ein, damit ich die gleich mal erkennen kann. Hier zum Beispiel. Hier ist ein Bärenbusch. Haben wir relativ Glück gehabt mit den Büschen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir noch eine Runde. Also wir geben die Beeren ab. Und wenn wir die abgegeben haben und die Belohnung bekommen haben, dann machen wir uns wieder auf Richtung Moria. Das ist... Wir wollen ja in Moria weiterkommen. Und ich bin mir ja fast sicher, alle, die das hier anschauen, die dieses Let's Play anschauen, die kennen dieses Event schon. So, ein Bärenstrauß noch. Bärenstrauch noch. Sehr schön. Dann zweimal ausgraben. Oh, 8 Münzen haben wir jetzt erhalten. Ah, vielleicht gibt es doch ein schönes Reittier oder so. Da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Ein schönes Schatzreittier. Schatzsucherreittier. Das habe ich gemeint. So, wir geben das mal bei der Höhlenklaue ab. Bekommen 2 Spitzhacken, einen Käfig mit Höhlenklaue und einen Edelstein und gehen gleich nochmal hoch. Verwenden die beiden Sachen noch. Und wenn nichts Neues kommt, dann schauen wir doch, was wir hier uns holen können und dann geht's wieder ab nach Moria.
Wir hatten ja eigentlich eine Höhlenklaue mit dabei, ne? Kleines Schatzversteck. Aber die kann leider nicht suchen. Oh, die Runde ist schon wieder vorbei. Manchmal geht das echt schnell. Die hat gerade eben erst begonnen. Eine neue Runde hat begonnen. Und jetzt ist sie schon wieder vorbei. Na gut, dann warten wir mal hier. Der Greta. Und jetzt hat schon wieder eine neue Runde begonnen. Oh, eine starke Reaktion gibt es hier. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das ist die vorletzte Spitzhacke. Großer Schatzspeicher und 3 Münzen bekommen. Nochmal eine Spitzhacke und nochmal einen großen Schatzspeicher. Das haben wir aber ganz schön Glück gehabt jetzt bisher. Und ein normaler Schatzspeicher. Der Große gibt uns Rucksack des Schatzsuchers. 5 Münzen und 9 Münzen. Sehr gut. Der Rucksack. Bisschen klein. Einmal nur ein Goldbeutel auf den Rücken geschnallt. Naja. Das ist aber eines Schatzsuchers nicht unbedingt würdig. Vor allem, die kann ja jeder hier die Kohle aus dem Rucksack klauen. Und du wenn du in der Supermarktschlange anstehst, klauen dir die Leute hinten die Goldmünzen raus. Das geht ja doch nicht, Mensch. So, und jetzt muss man quasi warten, wenn mich nicht alles täuscht. In 10 Minuten gibt es quasi wieder 2 weitere Spitzhacken. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in den Shop hier. Vielleicht wurde das auch rausgenommen, das kann auch sein. Spitzhacke. Doch, Spitzhacke des Schatzsuchers. 5 Stück, 200. Eine kostet hier 50. Schon ein Hammerpreis, oder? Das ist ein stolzer Preis, sowas. Na gut, wir schauen mal, was es hier gibt. Seid gegrüßt. Was man sich hier so holen kann. Ich stehe euch zu Dienst. Hier kann man umtauschen. Ah, hier könnte man sich auch nochmal Edelsteine und Höhlenklauen holen. Und was hat er? Ich stehe euch und eurer Familie zu Dienst. Hölzerne Höhlenklauenmaske. Die ist schon toll. Da kannst du Leuten an der Supermarktkasse die Augen ausstechen. Eine Schatztruhe für das Häuschen, ein Ausgrabungsort. Die Schatztruhe ist ein kleines Möbelstück. Das wäre schon ganz schön. 30 Münzen. Goldwaschen, ein Emote. Wünschelgängerei, auch ein Emote. Tasche des Schatzsuchers haben wir bereits. Gezähmte Höhlenklaue. Ah, okay, die kannst du alle 10 Minuten anscheinend nutzen. Bündel des Schatzsuchers, das war... Oh, das sieht schon ein bisschen besser hier aus. Das ist mal ein richtig schöner Rucksack für Schatzsucher. Helm des Goldschmieds, schön mit einer Vergrößerungslinse. Aschepartikel der Verzauberung. Edelsteinuntersuchung ist auch ein Emote. Abgerichtete Höhlenklaue für den großen Hof. Goldene Höhlenklaue, Klauenmaske. 500 kostet die. Sieht aus wie die Holzmaske, nur in Gelb. Reich-Emote. Erntebräuziege. 1000. Oh, da bin ich ja weit davon entfernt. Die Erntebräuziege. Wir schauen gleich mal, ob die hier irgendwo rumsteht, damit man sich die anschauen kann. Ausgegrabener Sack. Wer weiß, welchen uralten Schätze sich in diesem Sack befinden. Das sagt meine Freundin auch immer. Schiff der schatzsuchenden Höhlenklaue. Ah, das wären nochmal auch 500. Braunrücken, Grünschnabel, Rosaschnabel, Höhlenklaue, Schwarzschnabel, Grünrücken, Höhlenklaue, Schiff des weißen Huhns. Och, das hätte ich auch ganz gern. 150 Punkte. Schiff des roten Huhns, Dorkinghuhn, Kampfhuhn. Schwarzfußhuhn, was ist denn hier los? Lauter Hühner. Wyandotthuhn. Aber das sind halt die Münzen. Das ist Wahnsinn. Keine Chance bisher. Keine Chance. Ein Hobbitwagen.
Ja, kaputter Hobbitwagen. Rezepte gibt's noch. Jede Menge Rezepte. Pinsel für Gesichtsmalereien. Blume. Ein Pinsel, mit dem ihr euer Gesicht bemalen könnt. Mit diesem Pinsel könnt ihr euch ein Blumenmuster aufmalen. Wie geht das denn? Für 5 Münzen. Sollen wir sowas mal probieren? Ich kenne das nicht. Ist das, wird wahrscheinlich was Temporäres sein. Ein Blumenmuster. Schmetterling. Biene. Feder, Stern, Schwert, Bogen, Pfeife. Ein Pfeifenmuster. Wir nehmen mal ein Sternmuster. Weißes Tragehuhn. Wird bei Verwendung auch verbraucht. Also das gibt es nur einmal, das Hühnchen. Rotes Tragehuhn. Deswegen sind die auch so günstig. Kämpfertragehuhn. Na gut, das ist das gleiche nochmal, nur mit einmal Gegenstand. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo... Das sieht man leider nicht. Da müsst ihr online nachschauen, wie dieses Pferdchen oder diese Ziege oder was das war, letztendlich hier aussieht. Na gut. Oh, wir können hier sogar Schnellreise machen oder Stallmeisterreise machen. Westbri, Michelbinge, Silundim und Thorins Tor. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Weg zurück Richtung Moria. Oh, das war knapp. Jetzt bin ich hier fast runtergeplumpst. Für alle, die nicht wissen, wo wir sind hier über Gondamon. Hier oben in dem Bereich in Eredluin. Hier. So, wir reisen mal zurück. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's in Moria weiter.